Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk. Ich grüße dich ganz, ganz, ganz herzlich hier und sende dir wunderschöne Lichtstrahlen. Ich schaue nämlich rüber in meinen Garten und es ist jetzt traumhaft schön, dass jetzt die letzten Tage wieder die Sonne scheint und die Wolken zur Seite schiebt und ich liebe einfach die Sonne von ganzem Herzen dann in meinem wunderschönen Garten mit meinem Naturbiotop. Das ist einfach traumhaft schön. Ich freue mich jetzt schon auf den Frühling und auch auf die Zeiten, wo ich wieder draußen sein kann im Garten. Wir haben heute ein super, super spannendes Thema, was immer wieder für große Aufregung sorgt, für große Unsicherheiten, für Unklarheiten. Das Thema heute: Auswirkungen schwarzmagischer Verwicklungen aus Vorleben. Und den Impuls habe ich erhalten, heute dazu einen Karma Live Talk anzubieten, weil ich jetzt in den letzten Orientierungsgesprächen einige Menschen immer wieder diese Verwicklung erklärt habe, weil wir fast alle in irgendeiner Form durch unsere vorigen Verkörperungen der Seele in irgendeiner Form mit schwarzmagischen Verwicklungen zu tun hatten. Und für viele ist es eine große Angst, mit sehr großer Angst behaftet und aus Prägungen, religiösen Prägungen. Und ich möchte einfach euch die Angst nehmen und möchte euch erklären, was überhaupt bedeutet schwarzmagische Verwicklungen. Was bedeutet überhaupt weiße Magie? Was bedeutet schwarze Magie? Und ich möchte euch das erklären, damit ihr einfach das seht, wie in der Mathematik, ganz sachlich, ganz irdisch, einfach auf Fakten beruht, wie in der Mathe 1 plus 1 ist 2, dass ihr wisst, okay, Schwarzmagie oder schwarzmagische Verwicklungen sind das und das und da kann man was machen und das kann man verändern und das ist weder gut noch böse, das ist gewesen, man hat gehandelt, man ist verwickelt gewesen aus bestimmten Entwicklungsgründen und Lerngründen der Seele. Dann starte ich mal überhaupt mit dem Begriff, was ist überhaupt schwarze Magie? Und schwarze Magie bedeutet einfach, man arbeitet mit niedrig schwingenden Energien, beziehungsweise man verwendet Energien von anderen. Schwarzmagie wurde sehr viel ausgeübt in früheren Zeiten, in verschiedenen Kulturen. Es gibt es ganz, ganz lange schon auf der Erde. Und es geht immer darum, wenn jemand negative Energien verwendet, geht es immer darum, andere Menschen zu binden, andere Energien zu binden. Man hat die Energien von Menschen gebunden, man hat die Energien von Tieren gebunden, man hat auch bestimmte Rituale, Blutsrituale gemacht. Und da ging es immer darum, um Energien zu binden, immer wieder Energien zu binden. Der Unterschied zur weißen Magie ist, weiße Magie ist, dass ich mit hochschwingenden Energien arbeite. Die höchste Energieschwingung ist ja die bedingungslose Liebesschwingung. Und diejenigen, die positiv arbeiten, die Heiler, die andere Menschen zum Beispiel mit Lebensenergie auffüllen, durch die Hände auflegen, Energieübertragung zum Beispiel. Oder wenn du in eine Meditation gehst und dich mit dem Universum verbindest oder einfach in die Ruhe kommst, um dich zu öffnen, dann verbindest du dich mit positiver, lichtvoller, weißer Magie, weißem Licht. Das ist so mal diese grundsätzliche Unterscheidung, die man kennen muss. Also bei der schwarzen Magie, bei der negativen Energie ist man immer, immer abhängig davon. Man braucht immer die Abhängigkeit, man braucht immer andere Menschen, man braucht immer andere Wesen, um sich ständig Energien zu ziehen.
Bestimmt kennst du langjährige Freundinnen, die seit Jahren, seit Monaten dir immer wieder das Gleiche erzählen, die immer am Rumjammern sind, die immer fertig sind, die sich immer beschweren. Und du telefonierst eine Stunde mit ihr, 2 Stunden mit ihr, triffst dich mit ihr und willst ihr gute Tipps und Empfehlungen geben und ihr helfen. Und sie will sich nicht helfen lassen, sie will nichts verändern. Und nach jedem Gespräch fühlst du dich total ausgelaugt und energielos, müde, erschöpft. Diese Menschen sind in der Energiearbeit, nennt man die Energievampire. Und jetzt übertragen auf unser heutiges Thema, Schwarzmagie. Sie beschwert sich die ganze Zeit bei dir. Du gibst ihr Energie freiwillig, du hörst ihr zu und sie fühlt sich dann nachher bestärkter und du fühlst dich nachher ausgelaugt, weil sie dir Energie gezogen hat. Energievampirismus. Jeder negative Gedanke ist ein niedrig schwingender Gedanke. Schon wenn du zum Beispiel, was oftmals der Klassiker ist bei Frauen, dass sie bei der anderen Frau schauen und sagen, boah, die hat jetzt, trägt jetzt ein hübsches Kleid und dann sagt man zum Beispiel, denkt man, die hat es nicht verdient oder wie kann die nur so rumlaufen, ja, die hat es doch gar nicht verdient. Das ist schon ein negativer Gedanke, negative Energie und in unserem Fall heute schwarze Magie. Ich sende negative Energie aus. Wenn ich jetzt aber schaue, aha, die Frau, die ich jetzt sehe, das Kleid, die hat ein tolles Kleid und ich gönne ihr das vom Herzen und das ist ganz, ganz toll und wunderschön und ich freue mich, das steht ihr so toll, der Dame, dann geht die Sonne auf. Das ist eine positive Energie, die ich schicke. Das ist weiße Magie. Ich denke lichtvoll. Und ich sende auch noch alles, was ich ja denke, jede Energie, die ich denke, die sende ich ja auch, die ist nicht nur bei mir, sondern die sende ich auch unbewusst zu der anderen Person aus. Alles ist ja verbunden auf der Erde und im Universum. Wir haben ja hier über die morphogenetischen Felder. Vielleicht hast du schon mal was von den morphogenetischen Feldern gehört. Zum Beispiel Rupert Sheldrake ist einer derjenigen in unserer momentanen Zeit, der ganz interessante Bücher darüber geschrieben hat. Auch gestern hat noch mal bei dem Vortrag, ich war gestern bei Dr. Wolfgang Scheel auf einem Vortrag, das ist ein naturheilkundlicher Kinder- und Jugendarzt, der hat auch über diese morphogenetischen Felder gesprochen und auch über diese Krankheiten, wie die entstehen. Und da geht es immer darum, auch wie denke ich, welche Energien tue ich mir an, welche sende ich aus, wie gehe ich mit mir selber um. Und ich bin selber verantwortlich. Also, das ist auch ganz im engen Sinn. Jeder von uns hat immer wieder negative Gedanken während des Tages. Und da seid ihr bewusst, dass die negativen Gedanken negative Energie ist und im engen Sinne Schwarzmagie. Und die positiven Gedanken lichtvolle Energie ist und sozusagen, also hochschwingende Energie und weiße Magie. Sind diese Hauptunterscheidungsmerkmale. Und da ist ganz wichtig, versuche, wenn du in eine negative Schleife kommst, positiv wieder zu denken. Denn alle Dinge, die mich aufregen, mein Chef, meine Familie, alles, was mich so aufregt, das habe ich mir selber erschaffen, das habe ich selber angezogen. Ich gehe jetzt weiter komme jetzt Stück für Stück gleich in die vorigen Inkarnationen. Und es zu verstehen ist ganz wichtig. Ich komme immer wieder als Seele zum Beispiel auf die Erde, freiwillig, weil ich bestimmte Weiterentwicklungen machen möchte durch meine Seele. Und dann habe ich bestimmte Lernaufgaben, die ich mir als Ziel gesetzt habe. Und die ich vielleicht in dem einen oder anderen Vorleben noch nicht gelernt habe. Und dann komme ich in den ähnlichen Konstellationen, verkörper ich mich wieder. In die Familie, meinen Job, meinen Bekannten, meinen Freundeskreis, meine Lehrer. Das hat alles damit zu tun. Das habe ich mir alles so kreiert.
so angezogen. Und wenn du, und jetzt kommen wir die Überleitung, wenn wir jetzt die Erklärung, wenn es weitergeht, jetzt in die vorigen Verkörperungen, schwarzmagische Verwicklung aus vorigen Verkörperungen, welche Auswirkungen haben die auf dein jetziges Leben? Und da gebe ich einige Beispiele und erkläre nachher tiefer die Zusammenhänge. Fallbeispiel von einer Dame, mit der ich ein Orientierungsgespräch hatte. Sie regt sich über bestimmte Menschen in ihrem Umfeld auf, immer wieder, kommt in Verwicklungen mit ihnen, kommt nicht weiter, stößt immer in irgendeiner Form an Grenzen, fühlt sich nicht frei in ihren Entscheidungen. Es passieren auch immer wieder ganz unlogische Dinge in ihrem Leben und egal was sie macht, sie kommt einfach nicht weiter und beruflich in ihrer Selbstständigkeit geht auch nichts. Und egal was sie macht und es passieren immer ganz unlogische Dinge. Und sie hat mir dann erzählt mit den Verwicklungen von A, Z, B, mit den verschiedenen Personen, mit den verschiedenen Situationen, die passiert sind. Und ich habe dann in dem Moment, wenn mir die Menschen ihre Situation erzählen, bekomme ich schon die Infos, da sehe ich die Bilder, da sehe ich schon einige Infos, von da bekomme ich die über die geistige Welt, was sie mit diesen verschiedenen Seelen aus diesem Leben, Verwicklungen aus Vorleben hat. Und bei schwarzmagischen Verwicklungen ist es immer so, wenn du eine Opferrolle hast, hattest in Schwarzmagie, in Vorleben. Das heißt, deine Energien wurden gebunden. Damals in den vorigen Inkarnationen. Also du bist inkarniert in einem Leben und dann hast du mit jemandem zu tun, was früher sehr, sehr gut möglich war, dass man die Energien von anderen Menschen, von Tieren binden konnte. Durch bestimmte Handlungen, sage ich jetzt mal. Taten, Worte, Handlungen. Und das bedeutet, dass du, wenn du jetzt wieder in dein nächstes Leben als Seele inkarnierst, dass deine Energie immer noch gebunden ist. Ein Teil von deinem Seelenwesen, von deiner Seelenenergie. Und dadurch kannst du nicht so frei agieren. Als Täterrolle ist, dass du zum Beispiel, wenn du auch, dass du in vorigen Inkarnationen, wo du verkörpert warst als Seele, andere gebunden hast, Energien von anderen gebunden hast, Energien von auch von Tieren zum Beispiel gebunden hast. Und was dann auch oft passiert ist, was man im Vorleben dann gemacht hat, bei diesen negativen magischen Handlungen, negativen Energiebindungen sind es faktisch. Hat man auch, war die Möglichkeit, dass man negative Wesenheiten, diese Energiebindungen benutzt hat und hat negative Wesenheiten erschaffen, was in der Fachsprache heute unter Dämonen zum Beispiel bekannt ist. Viele haben sehr, sehr große Angst davor, vor diesem Wort, weil gerade in der katholischen Kirche früher wurde das oft benutzt, um den Menschen Angst zu machen, dass wenn du nicht das und das machst oder so und so bist, dann bist du vom Dämon besessen oder da kommt der Dämon und holt dich in die Hölle und, und. Und man muss halt einfach wissen, Dämonen sind Energien, negative Wesenheiten, die irgendwann mal erschaffen worden sind, die aber auch in die Transformation gehen können, ins Licht. Energie geht nie verloren. Das kennen wir aus der Physik, aus der Naturwissenschaft der Physik. Sie ist da und sie kann gewandelt werden. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich denke jetzt negativ. Ich bin neidisch. Und durch meine Veränderung von meinem Satz, ich bin glücklich und zufrieden, habe ich diesen negativen Satz transformiert. Und meine Energie hat sich auch wieder verändert. Du kannst es selber mal ausprobieren. Denk mal negativ.
Und dann denke positiv. Und in der Karma-Auflösung wird dann genau geschaut, kriegt man dann die Informationen, ob du jetzt Täter warst oder Opfer warst in den vorigen Inkarnationen mit den schwarzmagischen Verwicklungen, welche Energien gebunden worden sind. Es gibt oftmals, dass die Energien mit verschiedenen Energien gebunden worden sind aus der vorigen Zeit. Oder wenn du Täter warst, wird geguckt, was hast du gebunden, welche Energien hast du gebunden, wie hast du die gebunden, was hast du gemacht, wie waren die Handlungen. Und dann werden die transformiert. Dann werden die umgewandelt durch das universelle kosmische Licht und mit Hilfe und Unterstützung der Lichtwesen. Kann man dann diese Energien, diese Energiebindung, Bindungen wandeln und auflösen. Und dann fließen die Energien, die einst gebunden worden sind, wieder zu all den Seelen zurück. Also das sind ja ihre Energien. Dann fließen sie zu all den Seelen zurück. Und das bedeutet, wenn du in diesem Leben diese unlogischen Situationen hast, dass deine Bindungen durch diese Energiebindung aus Vorleben kannst du nicht frei handeln. Da kann man sich auch wie fremdbestimmt fühlen und dann ist man immer noch in irgendeinem Kaugummigezieher mit anderen verwickelt, wo immer irgendwelche unlogischen Situationen passieren, wo man hängt, wo man überhaupt aus eigener Kraft gar nichts machen kann, weil diese Bindungen in dem Vorleben noch sind deine persönlichen Teile deiner Seele. Die Seele ist ja Energie, der Körper ja schließlich auch, wenn man ihn vergrößert unter einem speziellen Mikroskop. Und durch die Auflösungstechniken der Karma-Heilung fließt dann deine Energie wieder zurück und du bist dann wieder voll und ganz präsent und diese Energiebindungen zu den anderen Seelen hören auf. Und du kannst wieder völlig frei, klar, ganz und gar und hast auch deine eigene Kraft, deine eigene Macht, deine eigene Umsetzungsfähigkeit. Wir brauchen ja Macht in uns, jetzt nicht bitte Macht falsch verstehen, aber wir brauchen ja unsere Power, unsere Macht, unsere Handlungsfähigkeit. Denn wenn unsere Energien gebunden sind, dann sind wir nicht frei in unseren Entscheidungen, dann sind wir nicht frei, etwas auch umsetzen zu können, unsere Ziele zu erreichen, zum Beispiel beruflich erfolgreich zu sein. Dann haben wir immer dieses Kaugummigezieher, immer mit irgendwelchen komischen Jobs, die wir gar nicht verstehen, warum das immer so wirrwarr und so ganz komisch miteinander zusammenhängt. Das wäre mal ganz kurz und knapp erklärt. Ich möchte noch ein, zwei Fallbeispiele aus der Auflösungsarbeit dir erzählen, damit du dir noch ein besseres Bild davon machen kannst, wie sich diese Energiebindungen, diese schwarzmagischen Energiebindungen aus Vorleben auswirken können. Ich hatte vor einigen Jahren eine Dame, die selber Heilpraktikerin war, und als Heilpraktikerin tätig war und auch schon Karma-Auflösung gemacht hatte bei anderen Kollegen und aber trotzdem total in ihrem Leben feststeckte. Also das Haus wurde seit Jahren, es wurde gebaut und dann sind immer wieder unlogische Dinge passiert und sie ist in einem absoluten Chaos versunken. Und wir haben dann im Vorleben geschaut, was dafür verantwortlich ist. Also es gab mehrere Verwicklungen aus unterschiedlichen Vorleben, aber eins davon, da war sie Teil einer Gruppe, die auch schwarzmagisch gehandelt hatte. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber sie war doch schon da, sie hat das Vorleben doch schon aufgelöst. Und die geistige Welt zeigt nie ein Vorleben oder eine Verwicklung einfach so aus irgendeinem Grund. Wenn sie das zeigt und es hat damit zu tun, das hat dann auch damit zu tun und dann ist es auch noch nicht aufgelöst. Und wir haben dann geschaut und dann habe ich sie durchgeführt und dann haben sie da auch einige Sachen gehandelt, magisch, wo sie
verleugnet hat oder abgelehnt hat quasi. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt wichtig, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Du warst nicht nur Opfer, sondern du warst auch Täter. Sie hat da ganz bewusst auch aktiv mitgehandelt. Und diese Verantwortung zu übernehmen und dann aus dieser, das zu erkennen und dann zu sehen und dann ist es, kann man das dann nachher auflösen, wandeln und transformieren. Und das kann natürlich dann auch sein, ist ganz wichtig, dass man sich, wenn man Täter war im Vorleben, dass man sich dafür vergibt. Es gibt keine Bewertung in der Karma-Auflösung. Es gibt ein Lernen. Ich inkarniere, meine Seele inkarniert, ich handle in bestimmten Situationen in der Dualität, um mich weiterzuentwickeln. Und um nichts anderes geht es. Immer wieder, wenn ich auf die Erde komme als Seele, geht es um Weiterentwicklung. Und da ist ganz wichtig, dass ich mir vergebe, dass ich loslasse, denn genau in dem Bereich war sie drin. Es geht um weder gut noch böse. Es geht um die Weiterentwicklung und es geht zu sehen, wenn ich so und so handle, dann hat es Auswirkungen für mein Umfeld, für mich selber, wie das dann alles reagiert. Und jetzt zu Zeiten des Wassermann-Zeitalters sind wir aufgefordert, uns danach zu schauen, was da an Verwicklungen ist. Es gibt nicht alle haben die Aufgabe in ihrem Lebensplan eine Karma-Transformation zu machen. Jeder hat so seine individuellen Herausforderungen und Aufgaben. Und schau mal bei dir, diejenigen, die heute das Video anschauen oder auch immer wieder die Aufzeichnung anschauen werden, wer sich von diesem Thema angezogen fühlt, hat auch nach dem Gesetz der Anziehung meistens auch damit irgendwelche Verwicklungen aus Vorleben. Schau mal, was bei dir im Leben unlogisch ist, komisch ist, sich immer wiederholt, wo du nicht frei bist, wo du nicht frei handeln kannst. Wenn du Fragen hast, die ein oder anderen jetzt zuschauen, die können wir gerne auch Fragen stellen. Du kannst mir aber auch später in den Kommentaren Fragen hinterlassen. Ich schaue dann immer wieder. Ich werde jetzt in 2 Wochen circa ein Seminar wieder anbieten zum Thema Kraft tanken lernen. Und da geht es auch darum, wie versorge ich mich eigentlich mit lichtvoller Energie, mit positiver Energie? Welche Gründe hat es? Denn meine Kraft geht ja immer weg, weil ich zu einem Energie freiwillig hergebe, zum anderen, weil ich mich völlig verausgabe, weil das zum Beispiel andere erwarten oder weil ich ständig von anderen Energie aufnehme, negative auf Energie aufnehme oder weil ich selber ständig negativ denke. Und in meinem Seminar lernst du diese ganzen Zusammenhänge kennen und da lernst du, wie du dich regelmäßig auch mit positiver Energie, universeller Lebensenergie aufladen kannst, wie du dich auch schützen kannst, deine Aura reinigen kannst, weil das ist ganz wichtig, wenn wir unterwegs sind und überall ausgesetzt sind. Wir nehmen unbewusst ganz viel auf und das sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Wenn du Interesse daran hast, dann klick doch unten auf den Link und auch in meinem Buch, wenn du dich selber mal damit beschäftigen möchtest, mit dem Thema, mit den ganzen Energien. Auch die Transformation aus Vorleben, dann kann ich dir von ganzem Herzen mein Buch empfehlen, als Frau glückliche Beziehungen zu leben, durch Karma-Wandeln auflösen und heilen. Und da ist das auch alles wunderbar erklärt in den ersten Kapiteln mit den Energien, wie du dich kraftvoll aufladen kannst, Auraschutztechniken, Aura reinigen, die Arbeit mit den Lichtwesen und dann die Belastungen, deine Gedankenmuster, deine Glaubenssätze, die dich immer runterziehen, die da bewirken, dass du im negativen Bereich
ständig bleibst in dem Hamsterrad. Da geht es um die innere Kindarbeit aus diesem Leben und dann die Verknüpfungen deiner Familie, deines engen Umfeldes aus den vorigen Inkarnationen deiner Seele. Und da wird auch ganz toll beschrieben, wie man schwarzmagische Verwicklungen, ob du jetzt mal Täter oder Opfer warst, auflösen kannst. Ich wünsche dir jetzt viele wunderbare neue Impulse und habe keine Angst davor, wenn du damit in Berührung kommst. Geh einfach in die Lichtschwingung. Ich empfehle jetzt nicht, Schwarzmagie zu machen, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber auch, dass diese große Angst genommen wird. Geh einfach in eine Lichtschwingung, in eine liebevolle Schwingung. Und es ist ganz wichtig, dass wir in das positive Denken gehen, in die Wertschätzung, in die Achtung gegenüber allen Natur, Wesen, Seelen, Nationen. Denn jeder Gedanke, negativer Gedanke, ist eng gesehen ein schwarzmagischer. Und das möchte ich dir heute auf den Weg geben. Sei von Herzen gegrüßt, mit ganz, ganz viel Sonnenlicht, deine Tanja.